Ja, Mahlzeit Lampenfreundin, herzlich willkommen zu einem neuen Taschenlampenvideo. Ich habe heute hier eine Lampe von Thrunite, die Archer 2CV2. Wenn man sonst halt in die Kamera halten, gell? Na, kommst du, Autofokus hier, ne? 2CV2. So, was ist an der eigentlich das Besondere? Jo, einmal erst vielleicht gar nichts. Sie reiht sich auch ein in diese 1-Inch-Klasse. Ein bisschen drunter sogar. Wenn man sie in die Hand nimmt, merkt man gleich, sie ist etwas schlanker, obwohl es wirklich nur so 1,5 mm ausmacht. Aber sie ist einfach ein bisschen schlanker aufgebaut als hier diese, sag ich mal, taktischen Brocken hier, ne? Hier haben wir eine TN12 und eine P10 von Nightcore. Das sind hier wirklich... gehen in 1 Inch durch, ne? Also 25,4 mm, während es die hier nur 24 kommen, das ist etwas schlanker, auch minimal kürzer, ne? Und ist nicht so im Durchmesser, einfach ein bisschen dünner. Man merkt es nämlich in den Holster, wo die Lampen fest sitzen, wackelt die drin. Die ist nämlich einfach etwas schlanker. Der Kopf ist auch ein etwas schlanker, aber eigentlich auch ein ganz interessantes Lämpchen, ist mir bisher noch gar nicht so aufgefallen. Habe jetzt aber erfahren, dass sie aus der Produktion genommen wurde. Die wird jetzt anscheinend nicht mehr gebaut, sofern meine Informationen korrekt sind. Dann habe ich mir gedacht, oh, bevor die ganz ausverkauft ist, hole ich mir mal eine. Denn sie macht einen ganz alltagspraktischen Eindruck, ne? Hier schon mal vorne weg, ne? Ich setze hier so eine Edelstahlkrone. Wenn sie an ist, man sieht noch, dass er an ist, ne? Ist mir mal bei der passiert. Die war mal ein paar Tage an auf schwächstem Modus, aber ist nicht so schlimm, da braucht sie nicht viel Strom. Aber hier siehst du, wenn sie an ist, ne? Du kannst ja also auf den, wenn sie auf dem Kopf steht, siehst du, dass sie noch an ist. Du kannst sie aber auch Tailstand hinstellen, ne? Das finde ich schon mal nicht schlecht. Sie hat halt eine Zwei-Knopf-Bedienung, ne? Hinten einschalten und vorne durchzeppen. Mann. Kann sie mit 2 CR1, 2 3 betreiben, aber auch 2 16 340er oder einer dieser großen Akkus hier rein. Ups, hier geblieben. Was man hört, wenn man die da reinwirft. Genau, hier ist keine Feder drin. Darum vielleicht auch, dass sie nicht mehr hergestellt wird, dass sie sagen, komm, wir rüsten unsere ganzen Lampen auf. Na, keine Feder mehr drin. Also. Das heißt mehr, noch keine Feder drin, vielleicht bekommen neue Lampen Federn rein. Vielleicht gibt es ja einen Nachfolger. Das Gewinde ist ein bisschen hakelig, bis man es richtig trifft. Ne? Aber funktioniert auch mit CR1, 2, 3 im Notfall. Hat einen niegelnagelneuen Cree XPL Chip drin. LED, Emitter, Entschuldigung, ist kein Chip. Vorne der elektronische Schalter. Als sie gekommen ist, hat sie nicht funktioniert. Da habe ich gedacht, schon wieder. Hatte jetzt schon zwei, dreimal das Problem, dass 100 Lampen aus der Verpackung raus nicht sofort funktioniert haben. Und das ist, da müsst ihr nicht gleich Panik bekommen, wenn sowas passiert. Es war jedes Mal dieser Deckel. Ich weiß nicht, ob das hier Transportprobleme sind, wenn die Dinger einmal um die ganze Welt transportiert werden. Im Flugzeug oder sonst was. Auf jeden Fall gibt es ja da drin zwei so Löcher und dann nimmt er am besten eine dünne Zange, guckt, dass er genau mit den Spitzen in diese Punkte kommt und dann könnt ihr das Ganze einfach wieder festziehen. Das ließ sich also manchmal so um ein, manchmal 2-3 mm bewegen und nachziehen und wenn das dann richtig festgezogen war, dann haben die Lampen auch wieder funktioniert. Ne? War jetzt bei der auch wieder der Fall und hier ließ sich auch noch die Krone 1-2 mm nachziehen. Weiß nicht, vielleicht die Vibration beim Transport. Oder der Typ, der die morgens als zusammenschraubt, hat vielleicht noch einen im Reistee. Ne? Ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall. Bevor ihr da die zurückschickt, probiert einfach mal hinten in der Kappe, dass dieses Alu-Abschlussstück festzuziehen. Das war bei mir auf jeden Fall dann immer die Ursache dafür, wieso die Lampe nicht anging. Ne? Ja, was war eigentlich noch das ursprünglich Interessante bei der Lampe? Genau, wenn man vorhat, sich mal eine Taschenlampe zu organisieren,
eben für mit ein bisschen mehr Power und auch hier mit diesen fetten Akkus, ne, 18650er, und besorgt sich da so ein Akku und ein Ladegerät dazu zum Beispiel, na, dann fangen die Lampenpreise für solche Lampen halt, ich sag mal hier die 2014er Variante, die TN12, ne, die gab es ja jetzt noch für 50 Euro. Jetzt das neue Modell, die TN12 2016er Edition mit dem Metallknopf. Ja, ich muss sagen, die neue Version gefällt mir besser wie die alte, ist aber auch schon wieder 10 Euro im Preis hoch. Ne? Da seid ihr inzwischen schon bei, ne, wie war es, die alte hat 40 Euro gekostet, die neue kostet jetzt 50 Euro. Ne? Das heißt, ihr müsst mindestens 50 Euro investieren. Und ich sag mal, Produkte von Nightcore, die fangen so knapp über 60 an, so 63, 64, 65 Euro. Phoenix-Lampen, wisst ihr, naja, da seid ihr immer gleich mal bei 70 Euro. Und Olight ist auch nicht gerade günstig, da kann man auch mal 80, 90 oder 100 Euro für so eine 18650er 1-Inch-Klasse hinlegen. Und das Interessante jetzt an diesem, sage ich mal, Einsteigermodell, eigentlich sagt es ja hier die 2C, eigentlich ist ja das hier so die Kombination dafür, für 2C, 1, 2, 3, aber wenn der Body-Innendurchmesser stark genug ist, passen da ja auch immer die 18650er. Das ist also so eine Einstiegslampe, eine Einstiegsdroge in Sachen Taschenlampen mit 18650er Akku. Und da ist eben das Interessante, diese Lampe, die ja auch bis 840 Lumen Lichtstrom bringt. Ne? Also sie ist ja nicht gerade schwach, obwohl sie, sage ich mal, hier wirklich die Baby-Ausführung von den ganzen Lampen ist. Die kostet gerade mal 36 Euro. Und das ist ganz interessant in dem Bereich, ne? Da ja sonst hier das andere Modell, die TN12, schon bei 50 anfängt. 60, 65, 70, 80, 90, 100 könnt ihr mal investieren für solche Lampen. Und wer sagt, boah, ich will jetzt mal für den Anfang nicht so extrem viel investieren und will das restliche Budget vielleicht lieber noch in einen Akku investieren und in ein Ladegerät, oder ihr kauft so ein Set, zwei Stück mit einem kleinen guten Ladegerät, dann ist es vielleicht nicht schlecht, wenn man auch mit einer Lampe anfängt, die budgetmäßig einem da etwas entgegenkommt. Ne? Und da fand ich die 2CV2 Archer ganz interessant, denn für 36 Euro bleibt auf jeden Fall noch ein bisschen Budget übrig für Akku und Ladegerät. Ne? Sonst macht sie eigentlich auch einen robusten Eindruck. Ich habe da vorne schon ein bisschen so mit der Zange an diesem Ding rumgespielt. Ne? Aber so Stahl, ne? Hält ein bisschen was aus, hat einen Kratzer abgekriegt. Ne? Macht nichts. Hier haben wir dann auch noch hier so eine kleine LED drin. Die fängt, glaube ich, an zu blinken, wenn die Akkus zu schwach werden. Gut, das passiert bei mir fast nie, da ich die immer wieder mal regelmäßig lade. Glatter Reflektor. Die LED sitzt nicht so 100% in der Mitte. Und sie hat noch keine Feder drin hier vorne im Kontakt, was sonst so die neuen Modelle alle bekommen. Wer weiß, vielleicht wurde sie auch darum aus der Produktion genommen. Deshalb, es gibt nur noch Restposten. Ich habe heute noch mal im Store nachgeschaut. Amazon Deutschland hat jetzt genau noch 13 von diesen Lampen auf Lager. Und ich glaube, anschließend ist Schluss. Kann mir ja gut vorstellen, warum eine Lampe für 36 verkaufen, wenn eine für 50 gut läuft. Ne? Aber wer jetzt noch auf der Suche nach einer robusten Lampe ist, die auch IPX8 hat, mit einem Firefly-Modus anfängt, ne? So ein Drittel-Lum, da soll das fast 70 Tage laufen. Dann haben wir 14 Lumen. Das soll immer noch 128 Stunden aushalten. Dann gehen wir weiter, sage ich mal, auf einen guten brauchbaren Modus von 184 Lumen für 11 Stunden. Ne? Da bleibt die noch unter 200, da hast du keine Wärmeprobleme, ne? Und ausreichend Licht. Weil man mal wirklich kurzfristig in die Ferne schweifen will, kann man auch 125 Minuten, natürlich nur kurz, weil die Dinger werden dann heiß, aber kumuliert 125 Minuten, soll man 840 Lumen betreiben können. Und das ist für so ein kleines Lämpchen schon ein ganz ordentlicher Wert. Ne? Aber ich würde mal sagen, interessant sind hier diese 14 Lumen und diese 184 Lumen. Hm? Nettes Lämpchen. Größe ist okay. Könnt ihr auch als Kobutan verwenden. Liegt gut in der Hand. Nicht zu dick, ne? Also gerade so, dass es genau in die Hand passt. Vorne schön Edelstahl, hinten Alukappe zum Hinstellen. Nicht schlechtes Teilchen. Gewichtmäßig mit einem eingelegten Akku bringt die Lampe 108 Gramm auf die Waage. Ne? 3,85 Unzen.
hat in dem Fall eine Gesamtlänge, gehen wir mal hier hinten, ganz am Ende, bis zur Krone vor von 12,8. Ja, diese Krone, wenn man die noch ganz aufziehen könnte, ja, kommen wir so auf genauso die 5 Inch, ne? 12,7, 12,8 cm. Eigentlich daher schön kompakt noch. Ne? Da ist natürlich auch ein Clip dabei, so ein Deep Carry, den man oben am Kopf festmachen kann. Ich trage die oft im Holster, da brauche ich den weniger. Ja. Schöner Deep Carry, kann man leider nicht hier so rum hinsetzen, könnte hier an den Kopf machen. Ja, der geht eigentlich dann, verschwindet ziemlich weit in der Hosentasche. Ne? Also da schaut nicht mehr viel oben raus. Dann haben wir noch natürlich Ersatzgummikappe und Lanyard sieht man auch noch. Das ist auch noch eine alte Generation von Lanyards. Die neuen sind richtig gut geworden von Thunite. Die habe ich an alle meine Sachen hingemacht, wo ich einen Lanyard brauche. Die neuen haben hier diesen Verschieber zwischendrin, sondern sind ein bisschen elastisch. Ne? Zettelchen ist mit dabei. Was haben wir da noch Interessantes stehen? Ja, Cree XPL V6. Ja, sonst das übliche IPX8, ne? 128 mm haben wir gemessen, ja, und 24 mm im Durchmesser, ne? Ist noch, ich habe es ausprobiert, kannst du auch noch in der Jeans-Hosentasche tragen. Geht also wirklich auch im Notfall ohne Holster. Einfache EDC-Taschenlampe mit auch ordentlich Licht, wenn es sein muss. Aber wie gesagt, ich finde... interessanter Preistipp für all diejenigen, die hier mal reinschnuppern wollen oder es nicht mit der ganzen Technik und Schnickschnack und wie mir Lampenfreaks hier so, ne, verrückt sind, einfach sagen, na, ich will mal eine Lampe, die ein bisschen mehr kann, ein bisschen stärker ist und auch mal ein schöner großer Akku reinpasst, ne, aber nicht gleich hier preismäßig in die Vollen will, ne, sollte sich mal hier diese Archer noch reinziehen, solange es die noch gibt, ne, denn bei momentan noch 13 Stück am Lager, denke ich mal, ist die bald weg. Und wenn ich die Infos richtig interpretiert habe, wurde die aus der Produktion genommen. Kann natürlich sein, dass ein Nachfolger kommt, aber wie wir inzwischen überall wissen, werden Nachfolger selten billiger als die Vorgängermodelle. Ne? Darum sage ich mal, mein noch aktueller Preistipp für 18650er Lampen. Hier diese einfache Archer 2CVC, die man prima mit einem Akku befeuern kann und ein bisschen Budget für Zubehör übrig hat. Okay, das war's. Wir sehen uns bald wieder zum neuen Video und bis dahin. Ciao.